Wie versprochen, gibt es ein zusätzliches Video. Ob es jede Woche ein zusätzliches Video zu dem Sonntagsvideo gibt oder nicht, können wir im Moment noch nicht garantieren. Deswegen abonniert den Kanal, drückt die Glocke und liked auf jeden Fall natürlich auch das Video. Passend zum Jahresbeginn beschäftigen wir uns natürlich wieder mit dem Thema Ausmisten. Zu Recht übrigens, Ausmisten sollte jeder mal gemacht haben oder jeder mal machen. Jeder und jede meine ich natürlich in dem Fall auch. Und ich habe für euch in diesem Video 5 Gründe zusammengetragen, warum du beim Ausmisten scheiterst. Und natürlich auch die passenden Lösungen dazu. Ich habe mich für dieses Thema zusammengetan mit meiner Freundin und Kollegin Sabine, die seit 10 Jahren Aufräumcoach ist und Aufräumtipps gibt und ich weiß nicht, 50 Bücher geschrieben hat, nein, 50 nicht, aber sehr viele Bücher zum Thema geschrieben hat, die nochmal 5 Gründe hat, warum du beim Ausmisten scheiterst. Also, wenn du dieses Video geguckt hast, unbedingt auch rüber zu Sabine, falls du dich hier nicht wiederfindest oder auch überhaupt, weil da gibt es noch mehr Tipps. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Diese Gründe sind nicht gerankt, also sie sind einfach, die Reihenfolge ist willkürlich. Grund Nummer 1, warum du beim Ausmisten scheiterst, ist, du nimmst dir zu viel vor. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wir fangen an auszumisten. Wir von mir aus nach Kategorien, nach Zimmern, wie auch immer wir uns das vorgenommen haben. Und wir versinken komplett im Chaos so sehr, dass wir absolut verzweifelt sind, dass wir nicht wissen, wo genau wir anfangen sollen, dass wir einfach nur noch alles wieder verstauen wollen und keinen Schritt weiter gekommen sind. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen, den ich bestimmt auch gemacht habe. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Die Lösung dafür ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss sich nur zügeln. Also A, muss man sich, was mein Mund für Sachen macht, muss man sich damit abfinden, dass es immer erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird. Also ein gewisses Maß an Chaos, wenn ihr ausmistet in dem Prozess, lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Dann müsst ihr euch immer wieder sagen, okay, das ist dieses Stadium, da muss ich mich jetzt durchbeißen und danach ist alles viel besser. Und das wird es, das verspreche ich euch. Aber was natürlich hilft, ist, sich immer nur so viel vorzunehmen, wie man in einer bestimmten Zeit auch schaffen kann. Wenn ihr meinetwegen sagt, okay, ich möchte jeden Tag 2 Monate lang eine Stunde nach Feierabend oder irgendwann halt am Tag ausmisten, dann nehmt ihr euch so viel vor, also eine Kategorie vor, die ihr auch in dieser Zeit schafft, so dass am Ende dieser Ausmiste-Einheit kein Chaos mehr da ist, dass ihr nicht im Chaos schlafen müsst, dass nicht überall ständig Chaos herrscht, sondern dass ihr das wirklich abschließen könnt. Dadurch habt ihr A, nicht dieses permanente Chaos die ganze Zeit, weil Ausmisten dauert halt eine Weile und das demotiviert einfach ungemein. Also wenn überall Chaos ist, nichts Ausmisten selber meine ich natürlich. Und ihr habt gleichzeitig auch ein Erfolgserlebnis, was euch weiterhin motiviert, weil ihr habt dann ein Teil abgeschlossen. Ihr habt eine kleine Kategorie. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ihr habt den Medizinschrank gemacht. So, den habt ihr heute geschafft. Es ist fertig, es ist abgeschlossen, es ist kein Chaos mehr da. Morgen könnt ihr frisch weitermachen mit einer neuen Kategorie. Deswegen nehmt euch immer nur so viel vor, wie ihr dann auch schaffen könnt. Grund Nummer 2, warum du beim Ausmisten scheiterst, könnte sein, dass du keine richtige Strategie hast. Du weißt nicht richtig, wie du es angehen sollst. Du machst da ein bisschen, ha, mache ich jetzt nach Kategorie oder nach Raum. Überlegt euch einfach vorher, wie ihr das Ganze angehen wollt. Ich persönlich finde es am allersinnvollsten, nach Kategorien vorzugehen, weil man dann einfach aus dem ganzen Haus, aus der ganzen Wohnung alles zusammensammelt, was man zu einer Kategorie, seien es jetzt Stifte, Kosmetikartikel, Handtücher, Bettwäsche etc. hat, einmal vor Augen hat, was man da alles hat und wie viel das auch ist und was davon kaputt ist, was man überhaupt benutzt davon. Und dieser Effekt, den kann man wirklich nicht, darf man nicht unterschätzen, zu sehen,
wie viel man davon hat, über das ganze Haus verteilt. Deswegen bin ich Fan davon, diese Strategie anzuwenden. Muss aber natürlich nicht sein. Ihr könnt auch sagen, ich mache nach Zimmern. Also ich mache heute das Schlafzimmer oder die ganze Woche mache ich das Schlafzimmer. Erst die Schublade, dann den Schrank und so weiter. Je nachdem, was für euch sinnvoller erscheint, macht es bitte so, wie ihr es möchtet, weil nur wenn ihr es so macht, wie es euch entspricht, könnt ihr es auch durchhalten und durchziehen. Aber überlegt euch wirklich vorher, wie ihr es angehen wollt. Am besten ist sogar, sich ein Timing zu setzen, also zu sagen, okay, ich fange jetzt an, es ist Mitte Januar, ich bin Mitte März, Mitte April, wie auch immer, fertig. Macht die Zeitspanne nicht zu kurz, weil das frustriert euch dann, wenn ihr das nicht schafft in der Zeit. Macht die Zeitspanne aber auch nicht unendlich lang, weil ihr natürlich auch ein bisschen Druck braucht, um nicht zu sagen, ach, mache ich morgen. Also natürlich kann sich das immer verschieben, aber es hilft ungemein, eine Strategie zu haben und einen Zeitplan zu haben. Grund Nummer 3, warum du beim Ausmisten scheiterst, könnte sein, dass du dich von den Dingen der anderen ablenken lässt. Der Mann mistet nicht mit aus, der Freund, die Kinder sowieso nicht, die Mitbewohner, wie auch immer, alle anderen machen ihr Ding und du lässt dich davon ablenken, weil du denkst, ha, ja, aber ich kann es doch nur machen, wenn alle anderen mitziehen und das bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt nur mein eigenes Zeug ausmiste, dann ist es ja immer noch chaotisch. Vergiss die anderen erstmal. Auf die hast du sowieso keinen Einfluss und im besten Fall hast du einen positiven Einfluss, wenn sie sehen, was du machst. Kümmere dich einfach nur um deine Sachen. Alles andere ist nicht deins. Kannst du einfach lassen, kannst du einfach ignorieren, kümmere dich um deins. Und dann bist du auch viel, viel fokussierter. Du ärgerst dich nicht so doll, weil du kannst eh die anderen nicht zwingen, das zu machen, was du möchtest. Deswegen sei fokussiert, entwickle deinen Zeitplan, deine Strategie, deine Häppchen, leg los und mach nur deine Sachen. Grund Nummer 4, warum du beim Ausmisten scheiterst. Trifft, glaube ich, auf sehr viele zu. Du kannst nicht loslassen. Und dazu könnte ich jetzt ganz viel erzählen. Ich habe auch schon Videos dazu gemacht, zum Beispiel, wie man emotionale Dinge loslässt. Das verlinken wir euch mal hier. Könnt ihr euch danach anschauen oder nachdem ihr Sabines Video gesehen habt. Wie gesagt, das ist sehr ein ausuferndes Thema. Ich könnte da jetzt sehr, sehr in die Tiefe gehen, was es für Gründe geben könnte, warum du bestimmte Dinge nicht loslassen kannst oder allgemein dich schwer tust damit. Stört euch übrigens nicht daran, dass ich manchmal ihr und manchmal du sage. Ist euch das aufgefallen? Mir ist aufgefallen. Also das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, aber wie gesagt, es gibt andere Videos dazu. Schaut auch mal bei Sabine vorbei, die hat auch immer wieder super Tipps auf ihrem YouTube- und Instagram-Kanal. Ich gebe euch einfach einen Tipp, was euch beim Loslassen helfen kann. Und das ist ganz deutlich zu visualisieren, wo ihr hin möchtet. Wie möchtet ihr leben? Wie soll euer Haus, eure Wohnung aussehen? Warum soll sie so aussehen? Was versprecht ihr euch davon? Was versprecht ihr euch überhaupt vom ganzen Ausmisten? Was ist euer Leidensdruck? Was ist der Hintergrund? Was ist das tief versitzende Bedürfnis, das durch das Ausmisten befriedigt wird? Was ist das Ziel? Warum wollt ihr ausmisten? So stellt euch das alles wirklich ganz klar vor. Was bewirkt es in oder was versprecht ihr euch davon, was es in eurem Leben bewirkt, in eurer Wohnung, in eurer Umgebung und so weiter? Das hilft wirklich wahnsinnig dabei, sich dann auch für dieses Ziel von Dingen trennen zu können. Und der letzte Grund, warum du beim Ausmisten scheiterst, den ich euch jetzt präsentiere, ist, du schaffst während des Ausmistens weiter Dinge an. Warte damit. Mach erstmal den ganzen Prozess durch, loswerden, keine neuen Sachen kaufen. Also natürlich Lebensmittel ist klar und Kosmetikartikel, die ausgegangen sind, ist eh klar. Die Sachen, die verbraucht werden und die neu gekauft werden müssen, ist natürlich eine andere Sache. Oder wenn die Unterhosen alle kaputt sind, könnt ihr auch oder die Socken alle Löcher haben, könnt ihr natürlich auch das neu kaufen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber alles andere, Dekoartikel, alles was so klimbim ist, ich verstehe total das Bedürfnis, auch während des Ausmistens schon,
gerade wenn man visualisiert hat, wo man gerne hin möchte, dann schon sich in die Richtung bewegen zu wollen. Sei es irgendwie neue Sofakissenbezüge oder irgendwas, was man sich halt so schön vorstellt, wie man danach wohnen möchte, leben möchte. Oder auch Ordnungssysteme. Dann ist man in diesem Ausmisterausch und denkt, oh ja, und danach sortiere ich das alles so und so in diesen schönen Körben, in diesen schönen Schachteln und so weiter. Wartet damit, gerade mit den Ordnungssystemen, wartet damit, bis ihr wirklich komplett fertig seid. Und das gilt wirklich für alle Sachen. Werdet erstmal alle Sachen los, bevor ihr irgendwas Neues anschafft, auch wenn es dem Zweck vermeintlich dienlich ist, wo ihr am Ende hin wollt, eurem Ziel irgendwie hilft. Aber es erschwert euch einfach das Loslassen. Also es erschwert euch einfach, weniger Zeug zu besitzen, weil ihr ja permanent neues Zeug anschafft. Deswegen macht es erstmal fertig. Und danach könnt ihr gucken, was ihr braucht. Ihr müsst es sowieso erstmal testen. Ihr seid vielleicht möbellos geworden. Ihr habt euren Stauraum anders organisiert. Ihr habt Möbel umgestellt. Ihr habt von allem einfach weniger. Und dann müsst ihr sowieso euch da erstmal einleben und erstmal gucken, was bietet sich überhaupt an? Was brauche ich? Wie brauche ich's? Das ist mein letzter Tipp. Schafft keine neuen Sachen an. Das könnte zu Frust führen, weil es einfach nicht weniger wird. Weitere 5 Gründe, warum du beim Ausmisten scheiterst, findet ihr bei Sabine auf dem Kanal. Guckt euch das Video auf jeden Fall auch an und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Thema gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, sei es zum Thema Ausmisten und Aufräumen oder zum Thema Einrichtung, Interior Design und so weiter. Ich bin da völlig offen. Schreibt mir einfach, was euch interessiert und dann sehen wir uns erstmal am Sonntag und dann nächste Woche irgendwann Donnerstag wahrscheinlich. Auf Wiedersehen. Kanal abonnieren natürlich auch, ne?